Grüß Gott, liebe Damen und Herren, die Sie sich vielleicht selber nicht als solche empfinden. Heute wollen wir mal über das persönliche Leid der Person sprechen. Es gibt da nur Aussagen von einer Person, die sagen kann, ich leide. Und die oder schreit vielleicht. Mensch, ich kann ja nur von meiner eigenen beschönten Erfahrung sprechen. Ich kann nur sagen, ich habe manchmal immenses psychisches Leid in mir oder als Erfahrung, aber erst seitdem ich es als solches definiere. Erst als ich mich selber als ein Mensch erdacht habe mit einer persönlichen Geschichte, habe ich auch sowas wie Leiden mitbekommen. Ich hatte zwar lange Phasen des Vergnügens, die kurz absackten in tiefe, kurze, intensive Depression, ich meine halt so volle Betrübtheit, so wo man gar nicht mal leben will, weil es sich so anfühlt, als gäbe es keinen Ausweg aus einer unangenehmen Sichtweise, weil man hat so Angst, dass, weil man denkt, es geht so viel kaputt und es wird so viel missachtet und und so ein totales Gefühl von Begrenztheit. Aber es ist immer wieder vorbeigegangen, weil die Ideen sozusagen, die ich über mich selber hatte, die haben nicht standgehalten. Die sind in sich selbst zusammengebrochen. Ich könnte auch sagen, die sind gestorben. Doch dann sind wieder neue geboren worden. Es hat sich wieder eine Ich-Identität von einer Mirhaftigkeit aufgebaut, die sich wieder reinfrisst so in ein weltliches Geschehen, in so eine Polarität von Gut und Böse, von angebracht und unangebracht, von angenehm und unangenehm, ich meine von richtig und falsch. Und schon ist wieder die Kacke am Dampfen. Schon ist es irgendwie, ist da ein Streben nach einer Freiheit da, raus aus der Dualität, aus der Polarität, hin zu dem, was sich nicht so schnell verändert, wie ich meine, jeder Tag ist weg, neuer Nacht dazwischen und so. Das ist richtig vielleicht anstrengend und man will sich immer angenehm einrichten, strebt, macht vielleicht auch Yoga, will Schmerzen vermeiden, dann stirbt einer, sieht man, oh man ist doch ziemlich vergänglicher, das Ganze, und dann der andere hat auf einmal Depressionen und sieht ganz anders aus, der nächste kriegt Krebs und man denkt, oh scheiße, was ist denn hier los, dann fährt man vielleicht mit dem Auto, wo dagegen muss, total Geld zahlen. Also, ich würde mal sagen, die Habseligkeiten. Also, wenn ich mir das so recht überlege, ich könnte mir selbst die Hucke volljammern, jahrelang, und wäre unzufrieden über mein eigenes Gequatsche. Bis ich vielleicht irgendwann sagen kann, das Leiden wird nie aufhören. Vielleicht wird ja der Leidende für einen Moment mal verschwunden sein, aber dann wird das Leiden nicht mehr als Leiden beurteilt oder definiert oder nicht mehr vermieden werden und es kommt und geht wie Wolken, Regen, Sonne, was auch immer. Es wird auf einmal vielleicht alles nicht mehr vermieden werden, aber solange die Tendenz von einem da ist, der einen Ausweg sucht, der raus will in ein Paradies und dann jegliches Empfinden von Unangenehmheiten nicht mehr haben will, solange ist es auch noch ziemlich höllisch. Es ist höllisch.
Aber es macht es, aber ja, vielleicht, ja, was soll's, dann leide ich halt mal und dann vielleicht auch nicht mehr. Und dann wieder nicht mehr. Und dann habe ich wieder Angst, und dann wieder nicht mehr. Ist wieder mal ganz still. Und dann sagt der andere, sei still und wisse, oder nur sei still, diese Präsenz, es präsenz sich, ich komme zu keinem Ende und das ist vielleicht ganz gut.